Hey liebe Leute, hier seid ihr auf dem Disrespect YouTube Kanal und heute haben wir wieder ein Bewerbungsvideo. Ihr könnt euch auf eine Stelle bewerben und zwar auf die des Moderators für entweder Facebook, also die Facebook Gruppe oder Moderator für den Discord. Beides ist möglich, hängt ein bisschen mit dem zusammen, was ihr lieber nutzt, entweder die Facebook Gruppe oder eben den Discord. Also wir suchen quasi Moderatoren, die aufpassen, dass die Leute in den richtigen Channels über die richtigen Sachen diskutieren. Nicht, dass man irgendwie, dass es ausufert, dass sich beleidigt wird, dass irgendwie Bilder gepostet werden, die da nicht hingehören oder Videos gepostet werden, die da nicht hingehören und so weiter und so fort. Also eine ganz normale Moderationstätigkeit. Am besten, ihr seid jemand, der sowieso die ganze Zeit unterwegs ist. Ihr habt so ein bisschen Gerechtigkeitssinn, dass ihr seht, okay, der postet Scheiße und ihr zögert halt auch nicht, mal so eine Verwarnung auszusprechen und so weiter. Dann seid ihr dafür richtig. Ihr werdet dann als Moderatorin auch im Discord geführt, entweder halt für Facebook oder für Discord. Discord passt eigentlich momentan so, da würden wir vielleicht noch ein, zwei Leute suchen. Facebook ein, zwei Leute auch noch. Da ist die Gruppe momentan nicht so krass unterwegs, aber ihr könnt euch dann selbstverständlich als Moderator oder eben als Admin dieser Gruppe bewerben und natürlich auch dann Content posten, wenn ihr das möchtet. Aber das steht ja dann natürlich jedem frei, der in der Gruppe dabei ist, Content zu posten. Also das ist ja so ein Austausch zwischen allen Leuten, die irgendwie Battle-Rap-Fan sind und eben diese Gruppe nutzen. Ja, also würden wir noch ein paar Leute suchen. Wenn ihr euch als Moderator bewerben möchtet, dann seid ihr auf jeden Fall am Start. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link zum Discord und da gibt es den Channel Mitarbeiter gesucht, wo ihr dann alle Informationen findet, die ihr brauchen werdet, um euch zu bewerben. Ja, das war vorerst das letzte Bewerbungsvideo. Falls noch was Neues kommen sollte, werde ich das einfach hochladen und ihr werdet darüber informiert. Ja, wenn wir Personen gefunden haben, dann werden wir das Video auch löschen. Ja, ich werde das Video dann runternehmen, wenn wir die entsprechenden Personen gefunden haben. Und dementsprechend nehmen wir das dann auch bei Mitarbeiter gesucht raus. Gut, das war's von mir. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin, macht's gut.